Hallo und herzlich willkommen bei der heutigen Ausgabe von Art for Lunch. Wir sind heute in der Porzellansammlung Dresden zu Gast, beziehungsweise ich bin hier wissenschaftliche Mitarbeiterin. Mein Name ist Sonja Simonis, ich bin seit 2014 wissenschaftliche Mitarbeiterin hier in der Porzellansammlung. Und wir werden heute ein bisschen was erzählen über die Sammlung August des Starken, über das ostasiatische Porzellan und über das Meißner Porzellan natürlich. August der Starke war ja ein sehr großer Porzellanliebhaber und hat bereits 1715 angefangen, systematisch Porzellan anzukaufen und sich eine sehr große Sammlung zu bauen, die so um 1727 etwa 25.000 Stücke ostasiatisches Porzellan und etwa 1.900 Stücke Meißner Porzellan umfasst hat. Also das war eine Riesensammlung und im Vergleich dazu, oder beziehungsweise um das so ein bisschen ins Verhältnis zu stellen, wir sind jetzt hier in der Bogengalerie J, in der südlichen Bogengalerie des Zwingers, in einer der Ostasien-Galerien, und wir haben hier in der Ausstellung etwa 1.700 Objekte. Und wenn man das mal ins Verhältnis stellt zu dem, was mal da gewesen ist, dann bekommt man so einen Eindruck, was für ein fanatischer Porzellansammler August der Starke eigentlich gewesen ist. Der Zwinger war aber eigentlich nicht der ursprüngliche Ort der Porzellansammlung, sondern das war ursprünglich das japanische Palais, was sich ja auch heute noch auf der anderen Elbseite befindet. Und in den Fürstenhöfen der Barockzeit war es gang und gäbe, dass man sich ein Porzellankabinett oder ein Porzellanappartement, also eine Raumfolge mit exotischen Objekten ausgestattet hat, das war einfach zur Repräsentation, weil es sich dabei ja um sehr kostspielige Objekte gehandelt hatte damals noch. Und August der Starke wollte das Ganze noch einmal übertrumpfen, indem er nicht nur ein Zimmer oder eine Raumfolge, sondern ein ganzes Schloss mit Porzellan ausstatten wollte. Also er wollte sich den Traum eines Porzellanschlosses verwirklichen. Und wir wissen heute aus einem Inventar, was noch erhalten geblieben ist, was zwischen den Jahren 1721 und bis mindestens 1727 angefertigt worden ist, was sich alles in diesem Schloss einmal befunden hat an Stücken, nicht nur Porzellan, sondern auch an anderen Preziosen. Und daraus wissen wir eben auch, dass es sich mal um 25.000 ostasiatische Porzellane gehandelt hat. Ja, wir sind jetzt hier im Zwinger, also wir sind jetzt seit 1962 erst im Zwinger hier beheimatet mit der Porzellansammlung, und man hat aber versucht, bei der Neugestaltung der Räume, das ist 2006 erfolgt, die Architektur und die Innenausstattung des japanischen Palais ein bisschen aufzugreifen. Also wir haben hier die Wände, an den Wänden haben wir Arrangements von verschiedenen Porzellansorten, Porzellan der grünen Familie und der roten Familie. Wir haben hier im Hintergrund ganz tolle japanische Porzellanaufsätze, und das orientiert sich da in dieser, also in dem Arrangement hat man sich da ein bisschen an der Architektur des japanischen Palais orientiert, weil wir wissen, dass damals in diesem Porzellanschloss jeder Raum einer gewissen Farbe zugeordnet war oder eine gewisse Farbigkeit hatte. Also es gab einen Raum, der nur mit grünem Porzellan ausgestattet war, einen Raum nur mit blau-weiß, einen Raum nur mit rot. Also das war auch wohl visuell etwas ganz Tolles. Ja, August der Starke hat natürlich nicht von heute auf morgen so viele Porzellane angesammelt. Es gibt ganz verschiedene Erwerbungswege, zu denen in den letzten Jahren viel geforscht worden ist. Wir haben Ankäufe von Leipziger Händlern, also von der Leipziger Messe, da wurde viel angekauft. Er hat auch Kunstagenten nach Holland, nach Den Haag, Amsterdam und auch nach Paris geschickt, um dort anzukaufen. Er hat von Mitgliedern seines eigenen Kabinetts, die auch große, begeisterte Porzellansammler waren, hat er ganze Sammlungsteile übernommen, und natürlich wurde auch in den Fürstenhöfen getauscht und untereinander Porzellan wurde verglichen. Also es war wirklich eine ganz große Mode in der Zeit, sich damit auszukennen und sich damit auseinanderzusetzen. Und wir haben halt das Glück, dass wir eben durch das Inventar, was erhalten geblieben ist, sehr viele Informationen darüber noch haben, aus welchen Quellen sich die Sammlung August des Starken speist. Und die berühmtesten Vasen, die dazu, also mit einer der berühmtesten Geschichten, die wir haben, die stehen da hinten. Da würden wir mal kurz hingehen. Und
Und zwar handelt es sich dabei um die sogenannten Dragonervasen. Die stehen hier zu meiner Rechten. Und dabei handelt es sich, und ich denke, das kann man eigentlich mit Fug und Recht behaupten, so ziemlich um den berühmtesten Vasensatz Sachsens, wie ich ihn gerne mal nennen möchte. Also das sind die sogenannten Dragonervasen. Die sind 1717 in den Besitz Augustus Starken gekommen. Und zwar sind die durch einen Tausch von Friedrich Wilhelm I., dem König in Preußen, aus dem Schloss Oranienburg gekommen. Der hat 151 Vasen und andere Porzellanobjekte nach Dresden geliefert und hat im Tausch dazu ein Dragonerregiment, also ein Reiter, ein Soldatenregiment von 600 Personen dann im Gegenzug erhalten. Also wir haben hier eine Geschichte nicht nur von Kunsthandel, sondern eigentlich auch von Menschenhandel. Diese Stücke sind sehr groß, also sie haben eine Höhe von etwa einem Meter. Wir hatten auch eine Fotoaktion vor, also eine durchgehende Fotoaktion, wo unsere Stücke mal professionell fotografiert worden sind. Und da ist es natürlich auch eine sehr große Mühe gewesen, diese Stücke vor eine Leinwand zu kriegen, weil so eine Vase wiegt etwa 50 Kilo. Also da können Sie sich ja vorstellen, wie die Helfer hier geschwitzt haben, um diese Stücke zu bewegen. Aber es hat Gott sei Dank alles gut geklappt. Ja, und die sind halt einfach sehr nach dem barocken Geschmack gewesen. Also sie sind sehr groß, sie sind sehr reich verziert, sehr prächtig und wirklich genau nach dem Geschmack August des Starken gewesen. Wir wissen, dass er immer auf der Suche war nach besonderen Stücken, die sonst kein anderer hatte. Ja, leider ist vieles verkauft worden und auch verloren gegangen. Von diesen ehemaligen 25.000 Stücken haben wir heute etwa noch 8.000. Und wir wissen, also man sieht das heute immer noch im Kunsthandel, dass da Stücke auftauchen, wo es heißt, die sind aus der Sammlung August des Starken. Ja, und woher weiß man das? Man weiß das an der sogenannten Palais-Nummer, kann man das erkennen. Das ist eine Inventarnummer, die vergeben wurde, als das Inventar angefertigt worden ist im frühen 18. Jahrhundert. Daran kann man, also mit dem Eingang eines Stückes in die Sammlung wurde dem Ganzen eine Inventarnummer vergeben und die nennt man eben die Palais-Nummer. Und wie die aussieht, das würden wir Ihnen mal hier am Tisch demonstrieren. Wir haben hier schon mal was vorbereitet. Und zwar ist das hier eine kleine Auswahl von Objekten, die wir aus dem Depot geholt haben und daran auch so ein bisschen zu visualisieren, welche verschiedenen Stücke es bei uns in der Sammlung gibt, welche verschiedenen Sorten, eben nicht nur ostasiatisches, sondern auch Meißner Porzellan und auch wie man mit Porzellan eigentlich umgeht. Also wir haben hier zum Beispiel eine Teekanne, die aus der Kangxi-Zeit stammt, also aus der Zeit bis 1722. Und es ist so, wenn man mit Porzellan umgeht, man darf nie Handschuhe tragen, weil einfach man einen besseren Griff hat, wenn man keine Handschuhe trägt. Idealerweise oder notwendigerweise auch keine Fingerringe oder irgendwelche Armbänder, weil dadurch natürlich die Glasur kaputt gehen könnte. An dem Beispiel von so einer Kanne sieht man jetzt halt, man fasst es nicht am Henkel an und auch nicht an der Tülle, sondern man kann hier so reingreifen und dann immer mit beiden Händen irgendwie stützen. Dieses Stück ist jetzt ein ganz hübsches Stück, weil man hier eben die Palais-Nummer sehr gut sehen kann. Jetzt muss ich gucken. Sie sehen jetzt hier hinten auf der Unterseite gibt es eine eingeritzte Zahl, also ein N, 3, 4, 9 und eine Zickzacklinie. Und das ist die sogenannte Palais-Nummer, die setzt sich halt eben immer aus dieser Systematik zusammen. Und wir wissen eben anhand dieses Symbols, dieser Zickzacklinie, in welchem Kapitel sich dieses Stück befunden hat und eben an welcher Stelle, also an der Stelle 340. Es gibt hier noch andere Zahlen. Da haben wir einmal hier die PO-Nummer, das ist die jetzige Inventarnummer, in der das Stück in unserer Sammlung geführt wird. Und auf der anderen Seite nochmal eine russische Nummer, weil diese Stücke sind ja nach dem Zweiten Weltkrieg nach Russland gegangen und dann in den späten 50ern wieder zurückgekommen und wurden auch bei der beim Eingang oder im Abtransport dann eben auch registriert mit einer russischen Nummer. Bei diesem Objekt wissen wir auch, dass es aus der Sammlung Raschke gekommen ist, also der Kriegsrat Raschke,
ist 1722 gestorben und August der Starke hat seine Sammlung angekauft. Und wir wissen halt auch, dass dieses Stück mal 3 Taler gekostet hat. Das war etwa der Wochenlohn eines Kochs. Wir haben das mal umgerechnet. Also haben wir hier ein Stück, wofür ein Koch eine Woche hätte arbeiten müssen. Bei dem kleinen Stück hier, das ist auch eine Weinkanne in Form eines Äffchens. Auch wieder ein chinesisches Stück. Also Sie sehen einmal hier ein kleiner Affe, der einen Pfirsich in der Hand hält, in beiden Händen. Und hier hinten, der Schwanz ist zu einem Henkel geformt worden. Hier hinten kann man dann die Flüssigkeit reinfüllen. Und hier vorne ist die Tülle, wo man dann die Weinkanne halt benutzen könnte. Es ist, aber diese Stücke sind nicht benutzt worden. Also das war nur zur reinen Dekoration. Und auch hier haben wir wieder eine Palais-Nummer am Boden. Hier haben wir eine römische 1. Das sagt mir, dass es im Kapitel grün-chinesisches Porzellan des alten Inventars verzeichnet wurde, eben unter der Nummer N46. Und das Besondere an diesem Objekt ist halt auch, dass das aus der Sammlung Fleming kam. Also die wurde 1715 angekauft. Und das ist eins der frühesten Stücke in der Sammlung, welches wir identifizieren können. Ja, genau. August der Starke hat ja auch dann selbst versucht, Porzellan herzustellen. Er hat ja seine Leute darauf angesetzt, das Geheimnis des Porzellans zu erforschen. Und ostasiatisches Porzellan war dann später auch ein großes Vorbild für das Meißner Porzellan. Und wurde auch nachgemacht. Und wie es dazu kam, wird Ihnen meine Kollegin Caroline Rantham jetzt erzählen, die auch schon etwas vorbereitet hat. Ich gebe mal an dich ab. Dankeschön, Sonja. Ich werde mir jetzt nur ein kleines bisschen Platz machen. Und wie Sonja gerade erzählt hat, ist meine Aufgabe jetzt hier in so einem kleinen Intermezzo quasi eine von vielen Arten von Beziehungen zwischen dem ostasiatischen und den Meißener Porzellan ein bisschen näher zu beleuchten. Aber vorher noch eine kleine Information zum Handling. Die 2 Objekte, die ich jetzt vorstellen möchte, auch ganz klassisch in einem Tellerstapel, ja, denn auch wir versuchen natürlich Platz zu optimieren. Um aber die Objekte zu schützen, legen wir Filz dazwischen, damit quasi die graue Unterseite des Fußes des einen Objektes nicht die Oberfläche des anderen zerkratzt. Genau. Was ich Ihnen heute vorstellen möchte, sind diese 2 Stücke. Da haben wir auf der einen Seite ein japanisches Stück, was etwa 1690 bis 1720 datiert. Und auf der anderen Seite quasi das Meißener Gegenstück, was um 1730 hergestellt wurde. Ich denke, es ist sehr schnell klar, wo dort auch optisch einfach die Ähnlichkeiten liegen. Es handelt sich bei beiden um 12-eckige Schalen. Ja, der Dekor im Inneren mit den stilisierten Lotusblüten, den 3 im Mittelpunkt und die 12 Kartuschen drumherum. Ein kleines Detail, was noch sehr schön ist, aber wahrscheinlich hier nicht ganz so schön rauskommt, ist, dass die Päonien, die wir hier an den Rändern sehen, in einem flachen Relief aufgelegt sind. Also nochmal ein kleines schönes Element, was man hier sieht. Die Dekore scheinen zuerst nicht ganz zueinander zu passen, wenn man auf den Rand achtet. Das wird aber besser, wenn man sie quasi dann, ich glaube, so ist es. Moment. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Ah, jetzt. So gegenüberlegt. Das heißt quasi, das Innere ist in einem Moment als Modell genommen worden und der Rand in einem anderen. Deswegen passen die auf den ersten Moment nicht so ganz. Unterschiede sind neben der Übernahme des Dekors auch ganz klar zu sehen, dass beide eigentlich eine sehr ähnliche Farbpalette haben, beziehungsweise eigentlich die gleichen Farben verwenden, nämlich das Unterglasur blau, die Aufglasur türkis, rot und dann die Goldverzierung mit leichten gelben Elementen hier an den Seiten. Ja. Aber bei der Meißner Variante sieht man, dass das Blau viel, viel tiefer ist. Ja, es ist ein ganz gesättigtes, es geht in Teilen schon fast ins Schwarze über, wohingegen das bei dem Ostasiatischen doch eher ein helleres Blau ist. Das Objekt ist ein bisschen matt, weil es stark restauriert ist, hatte 4 große Risse, die erst 2009 wieder zusammengesetzt wurden. Neben diesen offensichtlichen Verbindungen auf der Oberseite möchte ich Ihnen jetzt noch die Unterseiten zeigen, die ich als sehr, sehr spannend empfinde. Zum einen sehen wir hier wirklich ganz, ganz klar, wie das Unterglasurblaue
bei den meisten das Stück ganz, ganz tiefblau ist und kaum wirkliche Facetten des Tones herauskommen, wohingegen bei dem Ostasiatischen doch ganz viele verschiedene Blautöne doch zum Vorschein kommen können. Man sieht auch, dass bei dem japanischen Stück die Glasur so eine typisch bläulich-gräuliche Facette hat, obwohl der Scherben an sich weiß ist, wohingegen das Meißner Stück ganz klar weiß ist. Ja, das ist wirklich so eine Perfektion in der Technik, die man ab einem relativ frühen Zeitpunkt dann in Meißen erreicht hat. Was für uns jetzt an diesen zwei Stücken noch interessant ist, ist die Provenienz. Bei diesem japanischen Stück haben wir die Palais-Nummer, die N51-Kreuz. Dazu hatte Ihnen Sonja Simonis gerade schon etwas erzählt. Die N51-Kreuz heißt tatsächlich nur Nummer 51 im Kapitel Kreuz. Und Kreuz ist für uns die Information, dass es im Kapitel Japanisch Porzellan gelistet ist. Diese Ein-Kapitel-Orientierung nach Kreuz, Zickzack, Römisch 1, die wir jetzt quasi alle schon gesehen haben, ist vor allem dazu da, die Objekte schnell visuell voneinander unterscheiden zu können und sie im Inventar einzugruppieren. Das Kreuz ist dieses japanische Porzellan. Das deutet nicht zwangsläufig darauf hin, dass ein Objekt aus Japan kommt, wie man es heute verstehen würde, sondern japanisch ist eine Art Farbton, die man dann in den Interieurs verwendet, mit Blau, Rot und Gold in etwa. Es ist alles ein bisschen komplex in der Materie, aber so in etwa können Sie sich das vorstellen. Das Spannende hier ist, dass die N51 Kreuz uns sagt, dass es zwei eckige Schalen sind, die keinen überlappten Rand haben. Und die N51 Kreuz sehen wir auch auf dem Meißner Stück, obwohl das ja nun wirklich nicht in Japanisch einsortiert wird. Das heißt, wir haben das Meißner Stück mit den typischen Meißner Schwertern hier rauspoliert, die Nummer des Vorbildes. Also nicht nur motivisch ein Vorbild, sondern wirklich auch das Vorbild nach dem Inventar. Und dann die Neueingruppierung in N153W. Das ist dann quasi im Kapitel Japanisch Porzellan. Und da sind dann 18 Stück differente Konfektschalen und Saladieren drin, teils mit Kornähren, Blumen, auch Pagoden und Vögeln, altindianisch. Ich zeige Ihnen noch mal ganz kurz dieses Vorbild. Kornähren, Vögel, alles nicht zu sehen. Das heißt, was dann passiert ist, ist, dass man die N153W durchgestrichen hat, davon sind noch leichte Reste zu sehen, und man hat das Stück uminventarisiert in die 244. Und da sind es dann nur noch zwei Stücke ohne überschlagenen Rand. Und das heißt, wir haben tatsächlich einige Stücke, die schon im historischen Kontext, so wie wir das auch heutzutage museal machen, uminventarisiert wurden, um andere Gruppen zu bilden. Genau, das war jetzt quasi dieses kurze geschichtliche Intermezzo. Und um noch ein bisschen mehr zu den Meißner Stücken zu erfahren, würde ich dann jetzt an meine Kollegin Sabine Peinl-Schmidt abgeben, indem ich hier ein bisschen Ordnung mache. Jetzt zu Sabine. Danke. Hallo. Ja, nachdem Sie jetzt schon einige ostasiatische Porzellane gesehen haben und auch deren Vorbilder und die Nachahmung aus Meißen, möchte ich Ihnen jetzt noch zwei Stücke zeigen, die sehr, sehr früh in Meißen hergestellt worden sind. 1710 wurde ja die Manufaktur gegründet und bereits 1707 wurde aber das sogenannte Böttgersteinzeug erfunden. Ich habe hier eine Kanne aus Böttgersteinzeug vorbereitet. Es zeichnet sich aus durch den dunkelbraunen Scherben und seine besondere Härte. Und diese Härte bedingt auch, dass man unterschiedlichste Bearbeitungen anwenden konnte. Dieses Stück hier ist großflächig poliert worden und hat auch einen sogenannten Auflagendekor. Sie sehen hier diese frei geformten kleinen Blätter, die hier rundum aufgelegt worden sind und dann eben auch nicht poliert wurden an dieser Stelle. Diese Stücke und auch solche Stücke, wie diese große Kumme, werden bei uns in der Sammlung normalerweise oben im sogenannten Böttgersaal präsentiert. Der ist zurzeit geschlossen, weil er komplett neu eingerichtet wird. Die Stücke werden neu präsentiert und bald können Sie dann unser ältestes Meißner Porzellan dort im neuen Glanz erleben. Das Besondere an diesem Stück ist eben wieder dieser Auflagendekor. Allerdings kommt hier noch etwas dazu, nämlich eine Kaltbemalung. Sie sehen hier
noch Reste von grüner Malerei und von Vergoldung. Also diese kleinen Blütenstege und Zweiglein wurden alle einzeln vergoldet. Und Sie sehen vielleicht auch, dass diese grüne Farbe schon sehr stark berieben wurde. Das liegt einfach daran, dass man am Beginn der Meißner Zeit noch nicht in der Lage war, Unterglasurfarben zu verwenden, wie man es dann hier bei diesem späteren Stück tun konnte, die natürlich wesentlich haltbarer sind. Genau, also diese Stücke können Sie dann hoffentlich ab 12. Juni oben bei uns im neuen Böttger-Saal erleben und ansehen. Und jetzt möchte ich gerne einen kleinen Zeitsprung machen und mit Ihnen in den Tiersaal gehen. Der Tiersaal ist einer unserer beliebtesten Räume, weil wir hier die großen Tierplastiken präsentieren, die von Gottlieb Kirchner und Johann Joachim Kendler hergestellt worden sind. Und ich möchte gerne beginnen hier bei unserem Nashorn. Ich darf hier meine Kollegin Sonja toppen, was das Gewicht angeht. Sie hat ja vorhin gesagt, dass eine dieser Dragonervasen 50 Kilogramm wiegt. Ich kann hier sagen, dass dieses kleine Tier stolze 55 Kilogramm auf die Waage bringt. Seit kurzem trägt es den Namen Otto. Es ist so, dass unser Nashorn bis vor wenigen Wochen auf einer großen Ausstellung in Kopenhagen gezeigt worden ist. Und in Dänemark gibt es ein sehr bekanntes Kinderbuch, das heißt Otto ist ein Nashorn von Ole Lund Kierkegaard. Und das ist, das kennt in Dänemark wirklich jedes Kind und jeder Erwachsene. Es ist aus den 70er Jahren. Und da hat man dann eben unser Nashorn Otto getauft und wir haben uns entschieden, das auch so beizubehalten. Otto ist in den frühen 1730er Jahren entstanden, aber wie Sie vielleicht sehen können, nicht nach einem Naturvorbild. Und ich bin gespannt, das geht an unsere Zuschauer bei Instagram, wie lange es dauert, bis der Erste den Schöpfer des Vorbildes für diese Porzellanfigur postet. Genau, Sie sehen auf der anderen Seite eine weitere Ausformung unseres Nashorns. Allerdings im Gegensatz zu den weißen Porzellanen, die Sie im Hintergrund sehen, steht dieses Nashorn nicht frei. Es ist in einer Glasvitrine untergebracht. Und das hat damit zu tun, dass es eins der wenigen erhaltenen Exemplare mit einer kompletten Oberflächenmalerei ist. Also hier dieses Nashorn trägt eine komplette Verzierung aus in Ölfarbe und ist dementsprechend sehr, sehr empfindlich, weswegen wir dieses Exemplar auch nicht verleihen würden, sondern dann das unbemalte Weiße. Zum Thema Oberfläche möchte ich gern zum nächsten Ausstellungsstück gehen. Das, was bei unserem Pelikan als erstes ins Auge fällt, sind die zahlreichen Brandrisse, die er besitzt. Und viele unserer Besucher fragen sich dann, warum man ihn trotzdem ausstellt. Es ist so, dass in den 1730er Jahren, als diese Tiere entstanden sind, hat man sehr viel experimentieren müssen mit der Dicke des Scherbens, mit der skulpturalen Gestalt überhaupt. Denn es besteht bei diesen Porzellanen immer die Gefahr, dass es im Brand das Modell sozusagen in sich zusammenfällt. Und das kann man hier auch sehr schön sehen. Entschuldigung. Es funktioniert. Wie durch den Brand eben diese Risse entstanden sind. Und was Sie hier auch sehen, ist, dass diese Risse bereits in älterer Zeit, also bereits im 18. Jahrhundert, aufgefüllt worden sind. Was an diesem Pelikan von Johann Joachim Kendler auffällt, ist ein häufig von ihm verwendetes Motiv, nämlich das Motiv des Tieres mit seiner Beute. Also wenn man sich hier im Saal umschaut, ist das etwas, was häufiger auftaucht, weil dort der Künstler natürlich auch seine Virtuosität zeigen konnte. Also wie hier dieser Pelikan mit weit nach hinten gebeugtem Hals diesen Karpfen verschlingt, das ist schon eine besondere
Leistung. Gleichzeitig zeigt sich da aber auch etwas, was man an den Porzellanskulpturen ebenfalls häufiger sieht. Man hatte eben dieses Problem des Zusammensinkens, das Problem der Stabilität. Und deswegen hat der Künstler den Hals des Pelikans hier so weit zurückgeführt, damit er ihn quasi auf dem Rücken des Tieres ablegen konnte. Ansonsten wäre er in sich zusammengefallen. Genau, jetzt begleiten Sie mich doch bitte weiter durch den Tiersaal. Der Tiersaal selbst wurde ebenfalls 2006 neu eingerichtet von dem Innenarchitekten Peter Marino. Er hat sich hier an dem Ideal einer barocken Präsentation orientiert. Ich möchte besonders hinweisen auf die Ledertapeten. Ledertapeten waren im Barock das High-End, die High-End-Variante einer Wandgestaltung. Sie kennen das vielleicht aus Moritzburg, wo noch viele originale Ledertapeten aus dem 18. Jahrhundert erhalten sind. Und hier hat man sich eben entschieden, mit einem modernen Design sozusagen das wieder aufleben zu lassen. Jetzt sehen Sie hier im Hintergrund viele Tiere, aber Sie sehen auch einige Vasen, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so richtig zu den Tieren, die ja doch sehr naturalistisch sind, passen. Und zu diesen Vasen wird uns Sonja jetzt noch was erzählen. Ja, genau. Also hier bei diesen Vasen handelt es sich auch mal nochmal um ein Meißener Stück, was nach ostasiatischem Vorbild geschaffen wurde. Und zwar heißen diese Vasen bei uns die sogenannten Vogelbauervasen. Dabei handelt es sich um eine Vase mit einem trompetenförmigen Körper aus Porzellan, der dann von einem Metallkäfig, also einem Vogelbauer, umgeben ist. Links und rechts haben wir zwei Henkel in Form von Elefantenköpfen und in diesem Vogelbauer drin finden sich auch nochmal auf Porzellanfelsen Porzellanfasane, Porzellanvögel. Und das ist jetzt ein Meißner Stück. Wir haben ein fast identisches Stück, also von der Form her identisches Stück aus Japan in der anderen Ostasien-Galerie, in die wir leider heute nicht gehen können. Die ist von der Form her sehr, sehr ähnlich. Allerdings unterscheidet sie sich im Dekor, in dem das japanische Vorbild hier an dieser Stelle, wo dieser violette Fond ist, ist das japanische Pendant dann mit blau-weißen Verzierungen gestaltet. In diesen lanzenförmigen Verzierungen gibt es im japanischen Original keine Blumen. Und generell ist das Meißnerstück etwas bunter, etwas farbiger. Und man hat dort vielleicht auch haben die Meißner Künstler dann so ein bisschen ihre Fertigkeit auch demonstrieren können. In Japan sind diese Stücke, also generell sind Vogelbauervasen sehr selten. Ich glaube, es waren mal 20 in der Sammlung. Und wir wissen, dass August der Starke in den Jahren 1716 bis 18 ganze 15 Stück angekauft hat und die waren unfassbar teuer. Also wir wissen von Preisen von 3000 Talern. Wenn man überlegt, ein Wochenlohn eines Kochs war 3 Taler, dann kriegt man so ein bisschen die Verhältnisse wieder im Blick. Und August der Starke hat die direkt von einem Händler angekauft, der sich in Japan aufgehalten hat und die dann direkt aus Japan quasi importiert hat. Und die dienten halt dann als Vorbild für dieses Meißnerstück, was von den Meißnertöpfern dann gestaltet worden ist. Und jetzt steht es halt hier im Tiersaal in diesen chinoisen Pavillons und demonstriert auch nochmal die ostasiatischen Vorbilder und die Meißner Nachbildungen. Ja, soweit dazu. Dankeschön. Gerne. So, dann habe ich noch zwei Tiere, die ich Ihnen heute gerne zeigen möchte. Eins davon ist ein Affe und den sehen wir hier auf diesem Goldfelsen sind ganz viele Affen angeordnet, anders als im Falle der restlichen Tiere, wo wir meistens paarweise die Tierplastiken ausgestellt haben. Zeigt das eine ganz besondere Facette der barocken Tierplastik, nämlich diese Vorliebe für Affen oder diese besondere Rolle, die Affen im 18. Jahrhundert gespielt haben. Das kommt bereits aus dem 17. Jahrhundert, wo Sie vielleicht die Gemälde kennen von David Teniers, der eben Affen beispielsweise in einem Friseursalon darstellt oder Affen, die allerlei menschliche Verhaltensweisen an den Tag legen. Ich möchte heute speziell über diese Affenmutter mit Jungen sprechen
Und ich erlaube mir diesen persönlichen Einschub, die möchte ich heute allen Eltern widmen, die in den letzten Wochen zu Hause geblieben sind mit ihren Kindern. Wir sehen hier eine etwas verzweifelt schauende Affenmutter, die ihrem Kind zwei Nüsse darreicht. Und wir sehen aber auch, dass dieses Kind offenbar andere Wünsche hegt. Es greift nach oben in Richtung des Gesichts seiner Mutter und diese greift sich an den Kopf. Jetzt möchte ich noch darauf hinweisen, dieser Affe trägt einen Gürtel, das weist ihn als Haustier aus. Also viele unserer Affenfiguren tragen diese Gürtel, sie wurden als Haustiere gehalten. Und was man auch sehr schön sieht, ist diese skulpturale Ausgestaltung, wie ich sie vorhin schon beim Pelikan erklärt habe. Der Affe an sich hat ja relativ, die haben alle relativ gelenkte Gliedmaßen, so wie es in Natur auch gewesen ist, aber der Modelleur führt diese Arme und Hände immer wieder zum Korpus sozusagen zurück und verleiht dem ganzen Objekt dadurch Stabilität, ohne dass es auf den ersten Blick auffällt, dass es sich sozusagen um einen Kniff des Modelleurs handelt. Die anderen Affen zeigen ebenfalls mitunter menschliche Verhaltensweisen. Wir haben hier einen, den möchte ich noch kurz zeigen, der eine Schnupftabakdose trägt und dann noch weitere, die im Zusammenspiel mit ihren Kindern zu sehen sind. Jetzt komme ich zu unserem letzten Tier, das ich heute zeigen möchte. Und daran knüpft sich auch eine besonders schöne Anekdote aus unserer Arbeit. In unserem Forschungsprojekt wurden alle Stücke, die Sie hier sehen, im Tiersaal fotografiert. Es war besonders interessant zu sehen, wie bestimmte Tiere auch von unten aussehen. Manche sind hohl, manche haben eine geschlossene Grundfläche. Und ich stehe hier neben einem Leoparden. Dazu muss man kurz sagen, vielleicht werden sich einige von Ihnen jetzt fragen, Leopard, woher wisst ihr das? Und das wissen wir natürlich aus den Inventaren, von denen meine Kolleginnen vorhin schon gesprochen haben, wo dann eben das jeweilige Stück als ein Leopard mit Streifen, gut, kann man sich auch wieder fragen, aber man kannte im 18. Jahrhundert die Tiere eben noch nicht so genau. Jedenfalls wurde es da als Leopard bezeichnet und dieser Leopard, und das ist für uns sehr interessant gewesen, hat eine offene Grundfläche. Das heißt, wenn man ihn hinlegt, ist da ein großer Hohlraum. Und ich möchte enden damit, was wir bei unserer Fotoaktion in diesem Hohlraum so alles Interessantes gefunden haben. Denn offenbar gab es zu früheren Zeiten einen anderen Respekt vor dem Kunstwerk, sodass dieser Leopard mitunter, wie es scheint, als Mülleimer missbraucht worden ist. Ich habe hier mehrere Packungen flotter Türke und viel Liebchen, Zigaretten aus der Kriegszeit. Hier steht sogar drauf, einschließlich Kriegsaufschlag, 10 Stück, 25 Pfennig. Dann diverse Schriftstücke, auch eine abgestempelte Straßenbahnfahrkarte ist mit dabei. Und damit möchte ich gerne mich für heute von Ihnen verabschieden und Sie zum einen auf unsere anderen Online-Angebote auf Instagram und Facebook hinweisen, zum anderen aber darauf, dass wir ab 12. Juni endlich hoffentlich wieder geöffnet haben. Und dann möchte ich Sie gerne bitten, Ihre SKD-Eintrittskarten nicht in unseren Tieren zu versenken. Ganz herzlichen Dank.